Hallöchen und hallo zurück. Da sind wir wieder. Ja, in der letzten Folge haben wir Fort Condor gespielt und es gehasst. Nein, also ich fand es nicht so toll. Mir hat es nicht so Spaß gemacht. Und, wie sehen denn Clouds Arme aus? Guck mal, voll die Beulen. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Hallo? Das sah aber komisch aus. Muss das so? Also jetzt ist wieder weg. Na gut. Wir haben Fort Condor gespielt und ich habe da ein bisschen abgelost. Haben es dann auf einfach gestellt. Ich fand das Spiel jetzt nicht so geil, aber gut. Ich habe es wahrscheinlich auch einfach nur nicht gut gespielt. Hier hat sich alles schön zurückgesetzt. Hervorragend. Ja, gut. Und wir spielen jetzt in der Folge weiter, Fort Condor. Yay, ich freue mich drauf. Nicht. Aber gut. Gehört halt auch dazu. Auf einfach ging es ja dann. Also so war es ja nicht. Ah, hier kann man runter. Interessant. Sollten wir hier mal runter? Macht das Sinn? Hier einfach mal unten drum zu schwimmen, maybe? Vielleicht ist hier irgendwo was. Mal Schokobo rufen. Schokobo warten lassen. Okay, das kann man auch. Wie die einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind. Oh, hier geht's hoch. Okay, sorry, Schokobo. Egal. Ist voll süß, wenn die so treten. Komm, tritt nochmal. Nein, in die Richtung. Okay, hier sind nur Kisten drauf. Alles klar. Kann ich hier rüber? Nein. Kann ich hier runter? Hervorragend. Ich will hier einmal rumschwimmen, weil manchmal ist ja was auch außen versteckt. Ich muss ja alles kontrollieren hier in dem Spiel. Hier zum Beispiel könnte was drauf sein. Nee, ist auch nicht. Ich finde es gut, dass wir nicht tauchen müssen. Ich habe Angst vorm Tauchen. Gut, okay, hier ist nicht viel. Alles klar. Naja, gucken ist auch wichtig. Wo gehen wir denn am besten lang? Ja, hier hoch. Das ist okay. Perfekt. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Chill. Chill. Also die Junon-Region ist schon ganz nett. So, finde ich. Mag das, diese Kombination. Wrack eines Republikschiffs. Schätze. Okay, ja, da steigen wir jetzt ab. Hat jetzt nicht so viel gebracht, mit dem Schokobo hier rumzulaufen, aber gut. Hier ist ein Schatz. Ach, ich komme da nicht vorbei. Na, er ist doch schlank genug. Er wäre aber vorbeigekommen, Spiel. Der Cloud. So. Oh, das muss wehgetan haben am Knöchel. Okay, hier soll noch ein Schatz sein? Wo denn bitte? Unten drunter? Leute. Ach, da ist noch ein Schatz. Okay. Krass. Richtig übersehen. Habt ihr den gesehen? Rubin? Ach, das waren schon 2 von 2. Okay. Weiter kommt man hier nicht. Ich dachte, man kommt da vielleicht rüber. Nee, ne? Habe ich jetzt richtig gesehen, dass man hier nicht rüberkommt? Oder kann man hier drüber springen? No. Ist auch Stacheldraht. Boah, Leute, ist das laut. Was zur Hölle? Ja, gut. Ich lasse den Schokobo mal stehen. Es ist mir gerade ein bisschen einfacher, hier so mit Cloud und so rumzulaufen. Wobei wir natürlich Gefahr laufen, dass wir irgendwas verpassen, was ein Schokobo riechen könnte. Da ist der nächste Turm. Und da oben ist auch noch was. Okay, wir müssen anscheinend mit dem Schokobo weiter. Nämlich da lang. Kommst du noch mit? Komm mal hier mit rüber. Wir schwimmen da eben so rüber. Barrett schwimmt nicht? Doch, okay. Hallo? Die Musik geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Euch auch? Ich finde die ein bisschen too much. Weiß nicht. Muss doch nicht sein, oder? So, Schokobo.
Ist hier irgendwas in der Ecke? Riech mal. Nein, ne? Okay, gut. Dann gehen wir hier weiter hoch. Also ich finde die Musik schön. So ist es nicht. Nur, es ist so laut. Irgendwie so aufdringlich. Wisst ihr? Hier ist was zum Riechen. Okay. Zum Wittern. Oh, und eine Schokobo-Haltestelle. Nee, warte, da lang. Da. Hier sind voll die Blümis. Okay. Das finde ich jetzt gerade okay. Aber wenn die dann so abgeht, ist die ein bisschen zu krass, finde ich. Mummri-Medaillen. 5 Stück! 5 Stück! Wo ist denn der? Wo ist der Baby-Schokobo? Hier ist kein Baby-Schokobo! Hä? Ist nicht euer Ernst. Spiel! Was? Eine Haltestelle ohne Baby-Schokobo, das geht nicht. Ich stell das mal auf, vielleicht kommt er dann. Ich bin gerade baff. Weit und breit kein Baby-Schokobo zu sehen. Ah, oh, da ist er doch! Aus dem Nichts. Ja! Hallo! Ja, sehr gut. Wie sieht dann unsere... Ja, wir sind komplett aufgeladen. Wir setzen uns jetzt nicht hin. Oh, was? Da fliegt was. Was Großes. Moment. Eins am anderen. Okay, hier geht's zum nächsten Turm. Aber wir wollen ja dieses Fort Condor jetzt mal fertig machen, ne? Oh, ist nicht mein Spiel. Okay, komm, wir machen den jetzt erstmal platt hier. Das ist wieder so ein komisches... Oh Gott. Ja. Aber sauer. Übernimm du. Tona... Tonau... Tonadu, so. Ja. Abschlag. Ja, komm, du musst mal... stürmischen Umsturz machen. Perfekt. So, jetzt musst du noch deins freischalten. Zerfleisch dich. Dafür wird jemand zahlen. Dafür? Wer denn? jetzt kommt nicht gut. Oh, abgebrochen. Komm, geh mal in die Nähe. Alter. So, noch mal. Los jetzt! Schluss jetzt! Okay, das hat gar nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, ob die Fähigkeit freigeschaltet werden kann, wenn der nicht trifft. Ich leg los! Ich zähl auf dich! Da bin ich! Hab dich! Jetzt! Okay. War ein bisschen doof, der Kampf. Na gut. Also das ist halt einfach, weil... Ja, es ist wirklich... A, müsste ich direkt in die Luft mit einer Fähigkeit. Und B, wäre es besser halt jemanden zu nehmen, der auch schießen kann. Oder halt Aerith mit ihrer Magie. Das wäre besser bei den Fliegetieren. Aber wir wollen ja die Fähigkeiten freischalten. Das war ja der Plan. Demnach geht das nur so gerade. Link. Ungeheuerknochen. 5 Stück. Wo geht's denn hier hin? Das ist eine Höhle. Hier geht's durch. Mhm. Zeig mal. Ah, guck mal. Hier kommen wir in die Nähe. Sehr gut. Hier kommen wir da also hin, wo wir hinwollen. Zu dem nächsten tollen Fort Condor Spiel. Weltbericht. Ab hier ist Vorsicht geboten. Ah, wieder Eulen. Seltene Semselet-Spezies identifiziert. Semselet. Eure Datenverzeichnis so wird's also ausgesprochen. Der sehr intelligente Semselet wird auch als Gelehrter der Lüfte bezeichnet. Ja. Er lässt sich mit seinen hochentwickelten Flügeln vom Wind treiben, um seine Beute geschickt zu jagen. Die Federn des Semselets sind sehr robust, weshalb sie seit alters her in der Handwerkskunst geschätzt werden. Es wird gesagt, dass Pfeile aus Federn von seltenen Exemplaren sogar äußerst windschnittig sind und große Steine durchbohren können. Das führte zu einem immensen Preisanstieg. Vorsicht beim Kampf! Das schöne Gefieder verleitet nämlich schnell zur Unaufmerksamkeit.
Lasse den Gegner beim Wirken von Heilwogen nicht losfliegen, steht da. Ha. Okay, ich vermute mal, wir kriegen wieder alles nicht hin. Aber ist nicht schlimm. We will try. Ihr macht das großartig! So, da die blau sind, gucken wir jetzt mal, was bei denen so geht. Weil bei den anderen war, was war da noch? Verdammt! Frost, ja? Okay, hier ist auch Frost wirksam. Seltene Spezies des Simselets. So wird's ausgesprochen, sehr schön. Sie wurde in der Nähe einer Lebensquelle ausgebrütet und steht unter besonderem himmlischen Schutz. Sie kann sich nicht nur in Windhüllen, um sich zu heilen, sondern auch komprimierte windelementare Bomben werfen. Abgefahren. Füge ihr während Heilwogen eine bestimmte Menge an Schaden zu, um sie schockanfällig zu machen. Immun gegen dieses Zeichen, was wir immer noch nicht kennen. Was ich immer noch nicht nachgeguckt habe. Wimselet. Wimselet. Ja. Cooler Name. Was? Frost, ja, brauchen wir. Oh nein! Das kriegen wir hin, alles gut. Wir kriegen das schon hin. Frost. Um. Es hagelt! Nicht übertreiben! Aisra. Boom. Dein Einsatz. Mein Auftritt. Attacke! Jetzt! Dass sie sich heilen, ist so ein bisschen kacke. Weil Heilbogen. Ah, ist losgeflogen. Okay, verstehe. Scheiße. Naja, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ich kann das ja immer nochmal machen. Oh, ouch. So, mach mal hier deine Fähigkeit. Und direkt nochmal. Jetzt geht's rund. Naja. Ist gleich erledigt. Gar nicht wahr. Das ist. Die ist. Sind ganz schön stark, Meine Güte. Ergreifen wir die Chance. Ihr könnt es schaffen. Zack. So, wir machen mal eben die erstmal platt hier. Viel Erfolg. Alles oder nichts. Kannst mal deine Recherhaltung machen. Genau, damit wir uns ein bisschen heilen. So. Verdiente Strafe. Sollte ich mich zurückziehen? Nee. Ja. Boah, dass die sich heilen, ist ein bisschen kacke. Was geht dem Ende zu? Beschwören. Haben wir Shiva gerade am Start? Nee, aber wir haben Titan. Wollen wir Titan mal uns angucken? Das ist zwar jetzt nicht unbedingt sinnvoll gegen diesen Gegner, aber egal. Komm. Viel Spaß. Genau. Viel Spaß beim Zugucken. Los, Titan! Bam! Sei mal ein bisschen wütend. So, und du seh zu, dass du das hier lernst. Bereit. Ich mach das. So, Esper-Fähigkeit, Gipfelschwinger. Ja, alles gut. Das mit dem Heilwogen kriegen wir schon hin. Es war ja jetzt gerade lustig, dass Titan noch am Start war, als wir schon fertig waren. Auch noch nicht erlebt. Also nicht so. Gut. Ja, wie gesagt, ich mache das dann beim nächsten Mal weiter. Also wieder zwischen den Folgen fertig. Ihr habt ja gesehen, wann wir die davon abhalten müssen. Das ist auch, glaube ich, wieder nicht so schwer, aber... Ja. Ach, wir müssen hier hoch. Okay, dann machen wir das doch. Mhm. Hier oben ist dann auch direkt der nächste Turm. Sehr gut. Ach Gott, ich hätte so viel hochgeklettere hier. Also ich finde es ja cool, aber es ist schon... Ja. Schon
dauert halt. Ja, Aktivierung des Funkturms. Sehr gut. Machen wir ja. War, genau das war der Plan. Ja, okay. Wir hätten vielleicht mal das Grüppchen wechseln sollen. Egal. So, sieh mal zu, dass du in die Luft kommst, bitte. Mit weniger Verkettung. Jetzt jump! Oh, das war richtig scheiße. What the fuck? Nochmal. Du musst es beenden. Hä, er kommt doch so in die Luft. Warum ist er denn nur geradeaus? Haben wir niemanden, der uns heilt automatisch? Gerade am Start? Nee, ne? Das kann doch nicht. Okay, das heißt es durchhalten. Was? Was? Moment. 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 Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Auf ein neues. Hab mich lieber so erwärmt. Hab mich wohl ausgerechnet jetzt. Nein, wir müssen zusehen. Du musst durchhalten. Verdiente Strafe. Das ist ja gerade richtig übel. Was geht denn hier ab? Los geht's. Zack. Boah, lad dich auf. Cloud, lad dich auf. Weiter. Ja, du kannst nichts machen. Boah, was? Kommandos für die Reserve. Okay, das ist neu. Na, irgendwann müssten wir ja an diesen Punkt mal kommen. So, Kommandos für die Reserve. Steckt ein aktiv kämpfendes Gruppenmitglied in der Klemme, kann es gemeinsam mit einem Mitglied aus der Reserve eine bereits erlernte Synchrofähigkeit einsetzen. Ach, dies ist nur einmal pro Kampf erlaubt. Öffne X, das Kommandomenü, und wähle Dreieck aus dem Reservekommandos. Die gewünschte Synchrofähigkeit aus. Aha! Das ist cool und irgendwie auch sinnvoll. Aber jetzt muss ich gerade Reservekommandos. Blütensturm. Ja, das Problem ist, Leutis, dass das gerade... Ich muss mich eigentlich erst heilen. Maybe das hier. Das wäre gut. Das zweite, oder? Machen wir das. Genieß es bis zuletzt. So, jetzt habe ich nämlich ein paar Kommandos mehr. Das ist sehr gut. So. Wir geben dir einen Superheiltrank, Cloud. Und dann holen wir direkt mal jemanden wieder dazu. Das ist ja interessant. Okay. Ja, ist ja dann ganz gut, dass das uns so passiert ist. Weil demnach haben wir das erste Mal festgestellt. Alter, die selber aggressiv, ey. Wird das nicht. Boah, was? Nachlässig. Ja, geil, Leute. Was zur Hölle? Ich darf hier nicht verlieren. Soll es wirklich so zu Ende gehen? Krass! Boah! Okay, das ist, ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du kehrst zum Beginn des Kampfes zurück und kannst ihn noch einmal versuchen. Die bisher verdienten Erfahrungspunkte bleiben dabei erhalten. Spielstand wirklich laden. Spielstand? Ja, mach mal. Ich kann ja nichts anderes machen jetzt. Krass. Unser erstes Game Over. Also so in dem Sinne. Da ist ein Funkturm. Das war übel, fand ich jetzt. Das war, war gemein. So, bevor ihr jetzt hier am Start seid, möchte ich bitte... Boah, wir sind aber auch leer. Guck mal. Das ist halt das Problem auch gewesen. Vielleicht so... Nee, komm, wir nehmen Red trotzdem. Wir nehmen die jetzt. So, dann jetzt nochmal. Moment. Erst nochmal Gegenstände. Kurz vorher nochmal heilen. Nee, hier, dieses Spray ist gut, ne? Damit kriegen wir uns alle geheilt.
Haben wir uns jetzt gerade alle geheilt? Ich hab's nicht gesehen. Nicht Super Spray, bitte. High Spray. Ja, okay. Ja, so, jetzt geht's los. Komm. Okay, nichts überstürzen. Sie jetzt. Ja, du bist dran. Weil mit dir kann man richtig abgehen hier mit denen. Mach die fertig jetzt, Aerith. Ah, verdammt! Warum sind die denn so gemein? Boah, die sind unangenehm, ey. Die sind richtig stark. Komm, jetzt seh zu. Du musst... Warte, ich muss einmal kurz wechseln. Dann bin ich wohl dran. Ja, du triffst sie halt so nicht. Das ist kacke. So, Sichelklaue. Haben wir das erlernt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Mach doch mal Graka. Damit sie ein bisschen besser ist. So. Windige Verkettung bringt nicht viel, weil irgendwie prescht der nur nach vorne. Das ist doof. Dann übernimm. Jetzt zeig ich euch, was. Warum hast du keinen? Achso, sie hat geheilt. Ich wollte gerade sagen, warum ist die ATB-Leiste denn leer? Der ist für dich! So. Warte, erst ausweichen. Ich wollte blocken. Kacke. Dass die so schwer sind, ich fasse es nicht. Zähne zusammenbeißen. So, was haben wir denn für Synchro-Fähigkeiten? Okay, da ist noch gar nichts los. Komm, dann mach nochmal die Sichelklaue, wenn du die jetzt kannst. Okay, den haben wir schon mal. Autovir hat die nächste Stufe erreicht. Sehr gut. So, haben wir hier eine Synchro-Fähigkeit? Nein, schade. Na, dann machen wir das einmal hier. Mal sehen, ob wir jetzt treffen. Tausender Wind! Hä? Was ist da passiert? Habt ihr was gesehen? Nochmal. Ja, abgebrochen. Bin ich jetzt dran? Was ist das für ein Chaos gegen diese Gegner hier? Und los! Oder? Du schaffst das schon. Jetzt geht es um alles. Ich brauch eine kleine Auszeit. Was macht ihr hier in der Ecke? Ihr Scheißerchen! Hab einen Game Over-Bildschirm gehabt! Wie kann das sein? Naja, gut. Aber das mit dem aus der Reserve holen ist ja geil. Das ist interessant. Das ist cool. Mag das. Wieder eine coole Einstellung. Weil es ist ja wirklich so, dass die noch dastehen. Ne? Und es ist ja nicht so, als wäre keiner mehr da, der helfen könnte. Ne? Es sind ja immer noch andere in der Nähe. Deswegen ergibt das schon Sinn, dass man das so gemacht hat. Ja, ja. Oh, hier ist ja viel. Cool. So. Oh, guck mal den Hintergrund. Oh, wie schön. Oh, hier muss ich mal kurz gucken. Das sieht ja Hammer aus, oder? Richtig hübsch. Ja, wie ist Red da denn gerade runtergerutscht? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hab ich mir noch nie angeguckt. Okay, ja, wir wollten ja jetzt zu dem Super Condor spielen, ne? Das ist ja jetzt so das erste Ziel. Ja, yay. Condor spielen. Ja, Mann. das wird das nächste Mal jetzt bestimmt noch schwerer. Ich lasse es auf jeden Fall auf leicht stehen, weil... Kommt schon. Oh, hä, Cloud? Warum? Warum, Cloud? Nicht übertreiben. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Achtung! Achtung! Der ist für dich! Ach, ich wollte ja auch mal auf Barrett und so stellen, ne? Weil der kann ja schließlich auch immerhin in die Luft angreifen. Nur die Starken überleben. Oh. Gut. Sollen wir mal eben wechseln? Ja, ne?
Nein, nicht Pause. Moment. So, Menü. Ist derselbe Knopf. Nur wenn das irgendwie gerade in was drin ist, also gerade in einem, ja, in einer Sequenz, sage ich mal, dann macht das so. So, auf 3. Nee, ich wollte auf 3 und dann Gruppenmitglieder anpassen und dann wollte ich mal die 3 Jungs zusammenpacken. Ja. So machen wir das mal. So. Ach so, warte mal. Warten Sie. Was hat Barrett? Blitz, glaube ich, ne? Der sollte vielleicht Luft nehmen. Gewitter, ja. Weil ich glaube... Wie viel Luft haben wir denn? Ja, wir haben noch auf jeden Fall einen über. 2 sogar. Hier sind so viele Fliegetiere. Und wir könnten eigentlich Red auch Luft geben. Noch statt Glut. Ja, das machen wir. Hier sind so viele Fliegeviecher, da ist Luft echt besser. Gut. So, weiter geht's. Das ist ja hübsch. Gehen wir richtig? Kommen wir jetzt dahin? Wir hätten hier rumgemusst, ne? Kann das sein? Guck mal, hier so. Wir kommen doch hier nie im Leben runter jetzt. Da müssen wir hin. Da, auf das Schiff. Kommen wir denn da hin? Außenrum. Kacke, okay. Wir gehen falsch. Naja, gut. Nicht so schlimm. War denn da oben irgendwas jetzt? Nö, war nichts. So, wir müssen tatsächlich... Boah, wir müssen hier komplett rum. Okay, wir spielen in dieser Folge kein Fort Condor mehr. Finde ich nicht so schlimm. Aber ist auch so jetzt. Und hier außen. Ach, guck mal, da kommen wir dann hier rüber. Verstehe. Na gut. Aber was? Wow. Oh, voll geil umgedreht, Alter. Wie war das denn? Voll der Move. Voll der geile Move. Hier war irgendwas zum Schnüffeln. Hä, wo denn jetzt? Hier? Hier. Hallo? Hä? Was zum Widdern? Da oben drauf. Deswegen war das so komisch abgehackt. Ah! Alter. Ich gehe mal ins Galopp. Das ist das Problem. Okay. Hier? Klippling. Smaragd. Schön. Sehr schön. Können wir direkt ein paar Dorfbewohner geben. Ihr wisst schon. Minecraft und so. So. Los. War das schon alles? Übernimm du. Ja, mach du mal. Sprich dein letztes Gebet. Ja, Mann. Barrett, mach die alle platt, Alter. Und boom. Das tut weh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sehr schön, Barrett. Sehr schön. Ah, hallo. Wo denn? Ja, ich komme ja schon. Was? Moment. Hier ist irgendwas anderes. Was ist das? Jagdrevier. Ach, guck mal. Was sind das denn für süße Tierchen hier? Ja, ich komme gleich. Ich möchte aber einmal kurz hier vorher gucken. Hä, wo müssen wir denn hin? Was ist das? Der hat doch gerade einen Schimmer. Ist doch hier... Da kommt der doch wohl durch, ey. Jetzt. Was? Autsch. Hier kommt Mergo. Oh. Die 12.
Also das mit dieser Auto, mit dem Auto und dann auf Vita gestellt, finde ich super aus cool. Und tschüss. Tschüss. Ha! Nur die Starken überleben. Nur die Starken kommen in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten, so heißt es. Egal. Jagdrevier, wo ist es denn? Da ist es. Okay. Hier oben drauf vielleicht? Hier so hoch? Kommt der kleine Schokobo schon wieder. Gleich, kleiner Schokobo. Gleich. Hä? Bin ich blöd? Offensichtlich bin ich blöd. Wie er da steht und wartet. Na, 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 na. Oder? So, Hä? Hier. Da. Hä? Was ist hier? Was passiert hier? Was soll hier sein? Versteht ihr das? Hier waren halt diese Tierchen, aber ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Jagdrevier. Es ist einfach nur ein Ort. Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich glaube? Ihr braucht eine Quest dafür. Ah! Ja! Da, hallo, da sind sie wieder. Aber die haben damit nichts zu tun, eventuell. Ja, es ist so wie letztes Mal, als wir an diesem Ort waren und das keinen Sinn ergeben hat. Wisst ihr noch? Hier an diesem komischen, an dieser Werkstatt. Und später führte da ja eine Quest hin. So ist das. Was hängt denn da? Hier hängt irgendwas in den Bäumen. Was ist das da? Ach, das ist eine Lampe, glaube ich, ne? Ja, ich komme ja jetzt gleich. Bin ja schon unterwegs. Warte, kleine Maus. Da ist auch was. Gehen wir richtig, ja? Ach, Mogri! Wo? Da hoch. Okay. Da möchte ich aber dann vorher noch mal hin. Na komm, wir stellen die eben auf. Ich wollte mich eigentlich hier hinsetzen, um aufzuladen. Hä? Achso, ich habe nicht gehalten. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich aber zum Ende der Folge. Das ist mal ganz nice so, sich hinzusetzen. Aber jetzt machen wir es doch anders. Bitte beende das Spiel nicht. Nein, ich streichle erst den kleinen Schokobo. Ja. So, dann setzen wir uns doch jetzt hier hin. Und dann machen wir das halt nicht so wie sonst. Ist ja nicht so schlimm. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir... Hallo? Setzen Sie sich, Cloud? Sie haben doch Rücken. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir das Spiel damit beenden, indem wir uns hinsetzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das irgendwie cool. Aber gut, manchmal geht's halt nicht. Das ist irgendwie blöd, sonst ist die Folge so kurz. Ach, wie süß der Umfeld. Oh. Und so ist das eigentlich ein bisschen cooler. Ne? Jetzt, wenn wir noch ein bisschen... Ach, guck mal da! Hängt einer am Baum. Ach, sind die süß, ey. Voll flauschi-mauschi. Was ist das hier? Warum sind diese Orte immer so verlassen? Okay, Red. Cool. Cool von dir. Ja, und erfüllen irgendwie keinen Zweck. So, wir gehen zu den Mogris da hoch. Yay, ich freue mich. So lala. Ist auch so ein Spiel, was ich nicht so gerne mache. Diese Mogri-Fangerei. Aber gut. Wie kommen wir denn da hoch? Ich dachte, wir kommen hier direkt hoch. Aktivierung Funkturm. Eine Entdeckung gemacht.
Na gut, dann machen wir halt den Funkturm. Aber erstmal machen wir hier die fertig. Das war nichts. Dann übernimm. Jetzt hab ich hier das Sagen. Bum, 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 bum. Auf die 12! Wie schmeckt dir das? So. Semselet. So. Jetzt immer rauf da! Na, der ist ja schon fast platt. So, los, nächsten. Einmal. Und zweimal. Den Semselet. Orkanemannflug! Da also! Zeit für eine Also, ich muss ja sagen. Das ist noch nicht vorbei. Der Barrett ist schon. Oh, irgendwie traurig immer, wenn die so sterben. Der Barrett ist schon. Er hat schon drauf, ey. Ja, ich glaube aber zu den Mogris, wenn das jetzt hier so kompliziert ist, da hinzukommen. Da oben ist es doch. Wie kommen wir denn da hoch? Ach, mit dem Schokobo. Ah, natürlich. Ach, hier rüber müssen wir. Okay. Wird ja immer komplizierter hier. Oh, direkt noch ein Mogi-Medaillen gekriegt. Sehr gut. So. Na, endlich. Aber dezent kompliziert gerade. Und? Ja, okay. Boah, ich freue mich so auf Phoenix. So, so sehr, Leute. Ich freue mich so, so sehr. Haben wir hier nichts, wo wir komplett runtergehen können? Ach doch, da. Nein! Ich wollte da runter. Hier, da. Und das steht einfach so in der Luft. Auch irgendwie komisch. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Hat jemand eine Stange in den Boden gesteckt. Aber gut. Was? Ach so. Na, kommen wir da schnell hin? Machen wir die Mogris in der nächsten Folge. Wir können dann auch mal gucken, was wir bei den Mogris so kaufen können, ne? Vor allem jetzt bei den anderen. Also das ist jetzt ein anderer Händler. Da bin ich mal gespannt. Ob der was Neues hat. Wisst ihr? Ey, hallo? Das letzte bitte ich auch noch. Das letzte bitte auch noch. Hä? So. Okay, ich glaube, wir kommen nicht... Was ist das denn hier? Ach, hier kann man hochklettern. Da kommen wir zur Quelle hoch. Ich bin ja nicht ganz sicher. Ja, doch. Okay. Hier müssen wir dann also so hochklettern. Na, mal machen wir das doch. Da ist er. Schöpfen wir aus dem Wissensschatz des Planeten. Machen wir. Erstmal sammeln wir alles auf, weil ich glaube, wir beenden die Folge wieder hier. Ist ein ganz guter Platz. Ich mag's hier. So wie beim letzten Mal, vor zwei, drei Folgen auch. Und der ganze Loot lädt sich neu. Das ist immer das Schöne. Okay. Sehr schön. Der Aufstieg der Festungsstadt Junon. Oder Junon, wie es hier eigentlich meistens heißt. Okay, so, gut. Ich denke, das ist ein ganz guter Platz, oder? Jetzt hier weiter hoch. Ja. Ah. Es geht immer weiter. Wir können irgendwie... Wir hätten direkt hier hingemusst eigentlich. Ich glaube, das machen wir eben noch. Wisst ihr was? Wir reiten eben kurz zurück. Obwohl hier weiter hoch macht auch irgendwie jetzt Sinn, ne? Ah. Wisst ihr, wir warten hier.
Nee, wir warten hier. Wir steigen jetzt hier ab. Wir steigen jetzt hier ab, rasten hier und wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, ich wollte absteigen. Okay. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter und klettern da hoch. Und zu den Moris gehen wir dann auch noch. Und alles andere machen wir auch noch. Alles andere. Alles in der nächsten Folge. Nein. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Es gibt so viel zu tun. Aber ich kann irgendwie nicht aufhören immer. Das ist dieses immer in eine Folge packen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Naja, na gut. Dann bis zur nächsten Folge, wo wir dann noch mehr Dinge tun. Alles klar. Bis dann. Tschüss.